Klickenabendler. Wir sind bei Schmidt-Spiele. Neben mir steht der Willi. Hi, Willi. Hi. Und wir möchten euch das Spiel vorstellen, Bricks. Das ist von Wolfgang Barsch. Geht so 30 Minuten, 1 bis 4 Spieler, ab 8 Jahre. Und irgendwie erinnert mich das an meine alten Zeiten mit Tetris, aber es sieht irgendwie analog aus. Ja, es ist analog, aber es sind die klassischen Tetris-Steine, die man kennt. Halt diese Kombination aus 4 Blöcken, die möglich ist. Mehr Blöcke gibt es in dem Moment nicht. Was versuchen die Spieler? Sie versuchen, komplette Reihen zu füllen, wie man das aus dem klassischen Computerspiel auch kennt, bekommt dann am Ende dafür Punkte. Aber man kriegt von dem Spiel vorgegeben, welcher Stein jetzt von oben runterfällt. Genau wie beim Game Boy auch. Da kam ja auch nicht irgendwas, was ich wollte, sondern es kam ja immer das, was nicht gepasst hat. Ja? Ja. Hier ist es so, ein Spieler würfelt und hätte jetzt, okay, eine weiße 2. Das heißt, alle Spieler müssen jetzt ihren farblosen Chip auf die weiße 2 legen. Das heißt, dieser Stein muss jetzt von allen Spielern eingebaut werden. Den könnte man jetzt von hier oben so einzeichnen. Und hätte damit diesen Stein da gesetzt. Diese Lücke ist kein Problem. Ich darf also später, wie bei Tetris auch noch seitlich drunter schieben. Ja. Okay. Wenn ich jetzt sage, der gefällt mir nicht, ich möchte lieber den haben, dann darf ich ihn drehen, kostet mich allerdings Energiepunkte. Energiepunkte markiere ich hier unten, wenn ich sie genutzt habe. Drehe ich das dann für alle Spieler? Nein, oder nur für mich selber. Ich bekomme neue Energiepunkte, wenn ich farbige Punkte abdecke. Ist es der farblich passende Punkt, hier in dem Fall mit einem weißen Stein, einem weißen Punkt, bekomme ich 2 Energiepunkte dazu. Decke ich einen andersfarbigen ab, bekomme ich 1 Energiepunkt. Mit diesen Energiepunkten versuche ich natürlich, das so zu handeln, dass das für mich passt an der Stelle. Punkte gibt es auch noch, wenn ich mehrere Reihen auf einen Schlag komplettiere. Als Beispiel, ich habe ja mal schon was vorbereitet, wie in der Küche. Jawohl. Und wenn ich jetzt hier, nehmen wir mal an, ich habe das schon alles gefüllt, und es kommt jetzt, muss ich die auch noch machen, so, es kommt jetzt von oben einer runtergefallen und der würde 2 Reihen gleichzeitig füllen. Dann darf ich hier in dieser Reihe Kreuze setzen und auch da kann ich noch mal Punkte mitmachen. Also auch dieses klassische Tetris-Element, dass man versucht, diesen klassischen Vierer hinzubekommen, ist natürlich hier auch drin. Und einen Vorteil hat das Spiel, wenn der Handy-Akku leer ist, kann ich trotzdem weiterspielen. So ist das. Das kann man alleine spielen. 1 bis 4 Spieler. Die Rückseite des Blocks ist auch gleichzeitig der Zettel, auf dem diese Scheibe hin und her bewegt wird, sodass also nicht nochmal zusätzliches Material gebraucht wird. Und also wirklich eine sehr, sehr schöne Zwischendurchspiel. Vielen Dank. Sehr schön. Gerne.